Hallo, seid gegrüßt. Ich möchte an meiner Fräsmaschine, also sprich an meiner Ruler, gerne die Spindel synchronisieren. Ich habe das ja schon in einem Video bzw. in einem Versuchsaufbau mal gezeigt. Und da ist es natürlich nötig, dass ich einen Encoder an den Spindelkopf bringe, damit Linux CNC auch weiß, wann und wo sich die Spindel befindet. Ja, und heute mal das erste Teil, sozusagen der Startschuss. Ich habe mir ein kleines Zahnriemenrad aus Kunststoff gefräst. Das habe ich hier aus so einem alten Reststück Polycarbonat gemacht. Ihr seht, das ist schon etwas älter, da geht die Folie schon ganz schlecht ab. Aber trotzdem, der Kunststoff ist noch in Ordnung. Und weil immer die Frage kommt, okay, deine Schnittwerte sind jetzt relativ gering. Das liegt einfach nur daran, dass die Spindel maximal 2000 Umdrehungen drehen kann. Und wenn ich dann hier so kleine Werkzeuge benutze, 2 mm Vollhartmetallfräser, dann kann ich den natürlich nicht hier mit 5 Meter pro Minute durch das Material schicken, sondern ich muss das Ganze sehr gemütlich machen. Ja, mal kurz zu den Werkzeugen. Also ich habe zum groben Schrubben einen 8 mm Vollhartmetallfräser, der ist unbeschichtet, den nutze ich auch für Aluminium. Dann zum Vorschlichten bzw. zum weiteren Ausräumen ein 4 mm Vollhartmetallfräser und zum Schluss, zum Schlichten, den Zweischneider in 2 mm Durchmesser. Okay, mal kurz zu dem Zahnriemenrad. Das habe ich im Fusion konstruiert. Das hat 40 Zähne. Ich habe hier einen passenden Zahnriemen, der dann sozusagen die Spindelwelle mit dem Encoder verbindet. Und meine Spindel oder mein Spindelkopf hat eine Pinole, sprich die Welle kann axial ausgefahren werden. Und damit diese Funktion nicht verloren geht, habe ich hier drinne die Keilnarbe oder die Keilnarbenverbindung einfach nachgebildet. Das heißt, das Zahnriemenrad kann, wenn ich die Pinole benutzen will, auf der Welle axial sich bewegen. Sie wird aber radial festgehalten. So, und wie das Ganze abgelaufen ist, das zeige ich euch jetzt. Und dann sage ich an der Stelle schon Tschüss, bis zum nächsten Video.